Ja, man merkt, es ist ein bisschen eng hier, hä? George! Aber sie leveln wenigstens schön auf. Bergarbeiter, Bergarbeiter, Bergarbeiter. Okay, die sind auch alle drei in Sicherheit. Gleich wieder ein Forschungspunkt. Mhm. Was hätten wir denn hier noch? Naja. Halt die besseren Lagerkisten wären die Richtung. Und hier wären verbesserte Forscher. Aber nee, ich brauche erstmal das hier, weil das macht meine Forscher schon um einiges besser. So, der Jungzwerg, der steigt Stufen auf. Gut. Der müsste 15 Punkte kriegen eigentlich. Wenn er Punkte kriegt. Zufriedenheit ist okay. König ist okay, also Prinz ist okay. Meine Leute leveln langsam auf. Und ich denke mal, wenn die Übungspuppen aufgebraucht sind, dann dürften sie hoffentlich einigermaßen stark genug sein, dass wir uns um den Häuptling kümmern können. Oh. Er macht mir etwas Angst. Oh, er hatte hier aber noch Fackeln, die wir ihm klauen können. Hier ist ja eigentlich alles. Hier ist Drachen. Und das sind Knochen. Knochen geben Essen. Platin, Mauerstein, noch mehr Platin, noch mehr Mauerstein. Titan unter ihm. Hier wäre noch Titan. Und ich weiß nicht, irgendwie kommt er mir etwas groß vor. Als ob er eigentlich da gar nicht reinpassen dürfte. Was macht ihr zwei da bitte? Die Trainingspuppen sind irgendwie defekt, kann das sein? Na gut. Dann haben wir noch die hier. Ah, an der trainiert er wenigstens. Dann lassen wir ihn noch hier zu Ende trainieren. Dann werde ich mal speichern. Nach dem Speichern versuchen wir es mit dem Port-Spiel. Also ich port meine Armee hier rein. Lass sie gegen ihn kämpfen. Port sie wieder raus. Wenn ich merke, dass einer zu stark angeschlagen ist. Und hoffe einfach mal, dass die Fernkämpfer nicht rumspacken, wie sie es sonst gerne tun. Okay. Möchtet ihr speichern? Ja.
Okay, einer wirft schon mal. Hey, das klappt ja sogar ziemlich gut. So, bessere Betten. So, ihn muss ich kurz in Sicherheit bringen und tot. Gut, das heißt, wir können jetzt hier die Leiter wieder aufstellen. Hey, das hat wirklich saugut geklappt eigentlich. Das war eine Leiter zu viel, aber wir müssen eh da runter buddeln. So, das heißt, buddelt. Buddelt, buddelt alles aus. Alles. Ich will alles haben. So, mein Militär, das verschiebe ich wieder nach da oben. Gut. Mhm. Der schwebt in der Luft, der ist an einem interessanten Ort gelandet. So. Oh, nebenbei. Gucken wir mal nach da oben. Ah ja, hier sind die beiden Blöcke ja gebaut worden. So. Fertig. Damit. Und ich denke mal, ich werde hier neue Truhen dann hinsetzen. Oder einfach in die Richtung die Schatzkammer größer machen. Ja, das können wir auch machen. Da muss ich bloß die Truhe für eine Weile dahin verstellen. So, wir haben Obsidian. Da gibt's Titan. Und die schnapp ich mal und bring dich hoch zur Schatzkammer. Dann kannst du nämlich da buddeln. So. Stimmt, Turmalin und noch mehr Titan. Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur das hier ausbuddeln erstmal. Ja. Und hier das Titan hier drunter, bitte auch. Attention. Ja, das mit den kleineren Bereichen hatten wir bereits. Du buddelst... Oh. Jetzt buddeln beide da oben und wir haben Eisen entdeckt. Hm. Ja. Gut, wir haben genug Holz. Die Forschung läuft. Hm. Ja. Da ist noch Titan. Oh ja, nebenbei meine Krieger. Dumm. Schildträger und Grenadier.
Jawohl. Dann kannst du nämlich zu einem Musketier werden als nächstes. Und ja, der sieht kein bisschen gefährlich aus. Oh, er lacht auch wie ein Psychopath mit seinem Dynamitstangen auf dem Rücken und dem Pulverfass mit dem Totenschädel drauf. Ach nö, hier ist ja eine riesen Erzader noch. Muss ich da extra den Leiter zum Rauskommen setzen und nachher das alles wieder zubauen? Außer ich mache wirklich so eine Art Spezialschatzkammer hier. Raus. So. Das einmal rumherum bauen. Könnt ihr nämlich die Truhe verschieben, die Truhe hierhin verschieben, hier noch eine Truhe hin machen. Ja, okay, das dürfte auch cool kommen. Hier unten sind sie auch immer noch fleißig beim Abbauen. Oh ja, hier ist noch mehr Titan. Da ist Drachenblut, da ist Mauerstein. Und das wird langsam wieder viel zu unübersichtlich hier unten. Aber egal. Zu dem Raum kommen wir wahrscheinlich nicht durch, weil hier irgendwo wahrscheinlich wieder Undigium im Weg ist. Oh, noch mehr Titan. Ah, wieder hier hoch. Und ja, hier unten ist jetzt genug Platz. Da kann ich hier schon mal wieder alles mit Steinwänden umringen und mit Steinböden. Steinboden, Steinwände. So. Kann die Leiter durch eine schöne Treppe ersetzen. Eine drakonische Treppe zum Beispiel, aber nee. Eine verstärkte Steintreppe, das klingt gut. So, und dann kann ich hier unten theoretisch diese... So eine Marmortruhe bringt auch 20, aber nee. Diese Truhen hier bauen. Ja. Wenn ich zwei von... Ich könnte drei von denen bauen. Aber wenn ich nur eine hier hinsetze... Und von den schwächeren drei hier hinsetze, ja, dann dürfte das auch reichen. Weil die bringen... Warten wir mal kurz. Das hier bringt 200. Das bringt das Doppelte, sind 400. Ich brauche... Und das hier ist nochmal das Doppelte, sind 800. Also bringt eine 800, das heißt, ich brauche noch 1200.
Also nochmal drei von denen. Ja, das geht auf. Also wenn ich hier die platziere und auf der anderen Seite drei von denen, geht das gut auf.